Bei der Ausstattung NEC Pro wird die Kopfstütze bei einem Heckaufprall bis zu einer definierten Geschwindigkeit vom Steuergerät Airbag ausgelöst. Erkennen können Sie die NEC Pro Kopfstütze daran, dass sie zur Einstellung schräg nach vorne und oben verschoben werden kann. Im Fall einer Auslösung können Sie die Kopfstütze wieder manuell in Ihre Ausgangsposition zurückschieben. Benutzen Sie dazu das Rückstellwerkzeug aus dem Bordwerkzeug. Sie können auch einen präparierten Ausziehhaken für Kombi-Instrumente verwenden. Führen Sie das Werkzeug in die obere Bohrung an der Kopfstütze ein. Drücken Sie das Werkzeug nach unten, bis die ausgelöste Kopfstütze hörbar entriegelt wird. Jetzt das Polster bis zum Einrastpunkt zurückdrücken. Nun ist die Kopfstütze wieder einsatzbereit.